Du bist ab sofort gekündigt. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Pack deine Sachen, verpiss dich. Du hast sie alle betrogen. Was hab ich? Und abgezogen. Du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Das ist deine Kündigung. Man darf solchen charakterlosen Arschlöchern und Vollidioten einfach keine Plattform geben. Ganz einfach. Morgen, Leute, und schönen Montag. Ich wollte jetzt auch noch mal ganz kurz Stellung beziehen zu den ein oder anderen Kackvögeln da draußen, die immer meinen, ihren Durchfall auf irgendwelchen Social-Media-Accounts abzulassen. Zum einen, dafür ist die Toilette, scheißt nicht unsere Accounts voll, ja. Was interessiert es da draußen, die Leute? Kümmert euch doch um euren eigenen Scheiß. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie auf irgendeinem Post gesagt, du gefällst mir nicht, das gefällt mir nicht an dir, das gefällt mir nicht daran, das, das, das. Warum machen Leute das? Leckt mich doch einfach am Arsch. Das leckt mich doch einfach am Arsch. Fuck off. Hier sagt, schreibt jemand, ja, die Currywurst ist auch noch so eine. Es gibt unter den Prominenten wahnsinnig viele Leute, denen man auf gar keinen Fall Geld leihen sollte. Dazu gehören der Currywurstmann und passt auf, wem ihr euer Herz schenkt, liebe Freunde. Der Mann kann noch so gut singen, dahinter kann sich auch eine düstere Seele verstecken. Also nicht jedem Prominenten bitte sofort auf den Leim gehen, sondern einfach mal ein bisschen tiefer recherchieren. Guten Tag bzw. guten Abend zusammen, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr das Video gerade aufruft. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist René Meinert und ich bin 2013 von Berlin in die wohl verrückteste Stadt der Welt ausgewandert, Las Vegas. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, warum, wieso, weshalb ich euch die kommenden Informationen über Chris Töpper Wien zusammengestellt habe, hören wir erstmal kurz in eine Audiodatei rein. In dieser erfahrt ihr, wie der Currywurstmann, also Chris Töpper Wien, über seine eigenen Fans denkt und nach welchen Kriterien er sich seine Geldgeber so raussucht. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Ein kleines Kind, ein Jahr alt, was Currywurstmann sagt. Das ist doch unnormal. Das ist für mich doch nicht normal. Aber weil die Eltern natürlich auch Banane sind, ne? Logischerweise. So, aber an diese Banane-Leute musst du halt rankommen. Mit denen machst du halt das Geld. Das ist so. So, aber an diese Banane-Leute musst du halt rankommen. Mit denen machst du halt das Geld. Das ist so. Machst du halt das Geld. Das Geld. Das Geld. Das ist Banane-Leute, mit denen machst du eben das Geld. Interessant, interessant, Herr Töpper-Wien. Aber glaub mir, das war erst der Anfang gewesen. Wo fangen wir bei Chris Töpper Wien überhaupt an? Die ganze Nummer oder besser gesagt der ganze Typ sind eigentlich schon unfassbar genug. Mit dem mir zugespielten und nun vorliegenden Material könnte ich, wenn ich es wollte, ein deutlich längeres Video füllen. Dazu kommen wir aber noch ganz zum Schluss zu sprechen. Immerhin sind wir jetzt schon beim Zweiteiler. Letztendlich läuft es aber immer wieder auf selbe hinaus. Aber macht euch euer eigenes Urteil. Kurze rechtliche Sache, alles was hier im Video gezeigt wird, habe ich nach bestem Wissen zuzüglich Quellenangaben zusammengetragen. Ihr könnt euch alles selbst im Internet hinaussuchen, sofern ihr die richtigen Suchbegriffe auf den richtigen Seiten eingibt. Solltet ihr das Video außerhalb der USA aufrufen, Deutschland, Österreich, Schweiz etc., kann es jedoch sein, dass ihr nicht auf alle Seiten Zugriff habt, da hier der Datenschutz ein bisschen anders geschrieben wird, wie in Europa sozusagen. Für die ein oder andere Aussage behalte ich mir jedoch meine Informationsquellen offen, um die Person zu schützen, die mir diese Informationen wiederum zugetragen hat. Da dieses Video in den Vereinigten Staaten aufgenommen, zusammengestellt und hochgeladen wurde, berufe ich mich hierbei auf den ersten Zusatzartikel der Vereinigten Staaten, kurz gesagt freie Meinungsäußerung. Beispiel, ich könnte sogar einem Polizisten einen Mittelfinger zeigen und es wäre freie Meinungsäußerung, ganz offiziell vom US-Bundesberufungsgericht entschieden. Es sei nur so viel gesagt, für das, was ich hier selbst sage und auch zur Verfügung stelle, könnte ich, sofern ich es möchte, jederzeit Belege nachweisen bzw. Quellenangaben zur Verfügung stellen. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal Folgendes gefragt. Weshalb findet man relativ wenig unangenehme Artikel über Chris Töpper Wien in der deutschen Presselandschaft? Beziehungsweise weshalb verschwinden manche Berichterstattungen wieder aus dem Internet? Einfache Antwort. Chris Töpper Wien und oder sein Management üben teilweise Druck auf Personen bzw. gegenüber der Presse aus, wenn denen eine gewisse Berichterstattungsrichtung nicht ins schöne Bild des Herrn Töpper Wien passt. Manche würden das Erpressung nennen,
aber das kann ich selbst nicht beurteilen, ich bin kein Jurist. Mir selbst liegen dazu weitere Informationen vor. Das heißt, auch diese Aussage könnte ich, wenn ich wollte, belegen. Und bevor es nun richtig losgeht, ganz wichtig. Erstens, macht euch euer eigenes Urteil. Zweitens, schreibt bitte eure Kommentare unter das Video. Egal ob positiv oder negativ, ich lösche nichts im Gegensatz zu Chris Töpperwien. Außer es ist beleidigend oder aus der Spur oder wie auch immer. Je mehr Kommentare, umso besser, weil der YouTube-Algorithmus denn besser greift. Teilt dieses Video an diejenigen, die es interessieren könnte. Für besonders effizient haben sich so Verlinkungen ergeben, dort wo viel über Chris Töpperwien geschrieben wird. Also könnt ihr euch ja selber denken, momentan gibt es ein TV-Format, was auch auf Social Media aktiv ist. Da kann man schön unter Instagram und Facebook seinen Kommentar runterschreiben und eventuell dieses Video verlinken, sofern ihr das für hilfreich findet, wie auch immer. So, genug gelabert, legen wir los, oder? Beginnen wir mal mit dem ersten Bäckereiprojekt von Chris Töpperwien, welches wahrscheinlich sehr viele von euch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatten, aber was bereits von vornherein gescheitert ist. Da wurde doch tatsächlich versucht, wieder einmal Geld von irgendwelchen ahnungslosen Leuten abzustauben, damit er und seine jetzige Frau ein Business aufbauen können. Schauen wir mal rein, wie die Bettelei so anfing. Hi friends, my name is Chris. And I'm Nicole. And we are here for research in Vienna, Austria, in one of the most famous bakeries. And since I'm Austrian and my love is German, this is the perfect match to make our dream come true. We're planning the Euro Bakery in West Hollywood, California. We are so excited about it to bring authentic, crusty, delicious bread made from Austrian and German recipes to LA. That's right. That's correct. There will be no plastic bags in our bakery. It's all paper bags and recycled cardboard boxes to keep your products daily fresh. In this Kickstarter campaign, we're trying to reach a goal of $60,000 for renovation, modification and modernization of our Euro Bakery. Right. The Euro Bakery is located at a great location, right in the heart of West Hollywood, next to Whole Foods Market. Yes. And if you help us reaching our goal to create the best bakery in your city or even in your neighborhood, great benefits will wait for you. Yeah. So just check out our pledge section, because as we would say in German, eine Hand wäscht die andere. So thanks for watching this video and see you soon at the Euro Bakery in West Hollywood, California. Yeah. Bye. Bye. Ja, eine Hand wäscht die andere. Ja, nee, ist klar. Oder hast du hier diesmal versucht, $60,000 von ahnungslosen Amerikanern abzuzweigen? Die Nummer scheint wohl nicht ganz so gelungen zu sein, würde ich mal sagen. Das Gebettel hat immerhin $873 bzw. 1,46% der gewünschten Summe zusammengebracht. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Ich würde sagen, es läuft. Nun ein Rückblick auf Sommer 2022. Herzlich willkommen, wir sind in Sherman Oaks oder wie auch immer dieser schöne Ort hier heißen soll, in der Nähe von Los Angeles vor den Schatzis. Schatzis ist das neue großartige Business von unserem tollen Freund Chris Töpperwien. Und heute haben wir den 24.06.2022. Merkt euch dieses Datum, denn ich sage heute bereits voraus, trotzdem, dass Schatzis noch nicht eröffnet hat, dass er es komplett gegen die Wand fahren wird. Woher weiß ich das? Ich habe keine Murmel, ich hätte gerne eine Murmel, aber auch ohne Murmel kann ich euch bereits voraussagen, dass die Nummer nicht läuft. Aus einem einzigen Grund. Er hat noch nie was in seinem Leben auf Reihe bekommen. Sei es in Deutschland, sei es in den USA, Leute von vorne bis hinten beschissen. Zahlreiche Auswanderer sind gegen die Wand gefahren mit seinem letzten Business. Leider Gottes hat er die Green Card gewonnen, weil sein Investment-Visa hat er verloren. Er musste zurück nach Europa und da muss man sich mal Gedanken machen, woran das Ganze liegt. Er sagt ja auch immer, er kriegt so viel Hate ab. Warum kriegt er denn so viel Hate ab? Ich bin Auswanderer, ich kenne zahlreiche andere Auswanderer in den USA. Also weder ich kriege Hate ab, noch die anderen kriegen Hate ab. Oder sie sagen es mir zumindest nicht. Aber bei ihm, Instagram voll, Mensch, die können mich alle nicht leiden und da wird geblockt und bla bla bla. Ich bin schon wieder sehr überrascht, wie nach all den Monaten, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Fernsehen war, aber es war immer ruhig und sobald man im Fernsehen ist, kommen dann die ganzen Hater und die ganzen Wichser wieder alle aus dem Boden raus und versuchen wieder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem sie wieder negative Sachen erzählen aus der Vergangenheit, was mal irgendwann über mich geschrieben wurde, vor 6 Jahren zum Beispiel, ja.
Und die holen sich mit Sicherheit immer einen drauf runter, dass die dann auch ein Ohr wieder bekommen, ja, von anderen Leuten, die sich da anfixen lassen und dann mehr wissen wollen natürlich. Und somit kriegen die dann wieder eine Plattform, um wieder Dinge zu erzählen. Ja, damals war das so und der hat ja das gemacht und der wollte da was und dies was und tralala. Es sind erbärmliche, widerliche und absolut, ja, ekelhaft. Herr Töpperwien, mach dir doch mal Gedanken, woran das liegt. Liegt das an allen anderen oder liegt das eventuell daran, dass du einfach Leute scheiße behandelt hast? Vielleicht mal ein bisschen nachdenken. Trotzdem wünsche ich dir viel Glück. Ich muss natürlich auch sagen, es gibt ein Format, was dich momentan begleitet. Ich habe mich zu Anfang geärgert, dass sie dich begleiten, dass sie dir eine Plattform geben. Aber nachdem ich die erste Sendung gesehen habe, ich feiere euch. Ihr habt das super gemacht. Ihr habt ihn so vorgeführt. Er selber kriegt es nicht mit, ist völlig in Ordnung. Seine Freundin oder Frau hat gar keinen Bock auf die USA, hat jetzt schon Sehnsucht. Er wünscht sich unbedingt ein Kind. Naja, gucken wir mal. Chris, tu mir einen Gefallen. Mach das mit dem Kind. Die Nummer wird. Die haust du sowas von gegen die Wand. Und das Geilste ist, das Fernsehen begleitet dich. Mach weiter, wir haben viel zu lachen. So, schreibt mal bitte unter dem Video, was ihr von der Nummer haltet. Was denkt ihr? Wird er erfolgreich werden, wird er nicht erfolgreich werden? Und ganz wichtig, wünscht ihr euch eventuell ein Folgevideo, in dem ich euch mal aufkläre, was er alles bisher gegen die Wand gehauen hat, wen er bisher beschissen hat, was alles schief gegangen ist. Und ich kann euch versprechen, ihr werdet ziemlich überrascht sein und ihr dürft entscheiden. Schreibt unten in die Kommentare rein, sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen? Entscheidung liegt bei euch. So, Dankeschön, ihr habt entschieden, dass es ein Aufklärungsvideo über Töpperwien geben soll. Dazu kommen wir gleich. Wir reden jetzt aber erstmal ganz kurz über Schatzis, warum ich euch sage, wieso es scheitern wird. Fangen wir an. 3300 Miete, laut Töpperwien seiner eigenen Aussage. Zweitens, er hat ein Two-Bedroom-Apartment, also zwei Schlafzimmer, und zahlt da knappe 4000 Dollar an Miete. Sagen wir einfach mal 3,5, dann sind wir insgesamt bei 6800 Dollar, nur Miete jeden Monat. Dann hat er noch nicht den Sprit hin und her bezahlt, war noch nicht essen gewesen, hat seine Autorate noch nicht bezahlt, weil das Ding ist ja auch auf Leasing, ist ja alles auf Pump bei ihm. Dann hat er noch keine Krankenversicherung bezahlt, die sind auch ungefähr beim Tausender, mindestens für zwei Personen. Ja, und dann ist noch keine Ware eingekauft, der Laden ist noch nicht bezahlt, die ganze Ausstattung. Also sagen wir mal rund, er müsste mindestens 10.000 Dollar im Monat einnehmen, um plus minus null zu laufen. Jetzt könnt ihr euch ja selber überlegen, wie viele Plunderstücken oder Nussecken oder wie er selber erzählt, kleine Päckchen, so Hundekuchen für 3 Dollar. Wie viel muss er da am Tag verkaufen, um nur plus minus null zu laufen? Also da muss ich nicht BWL studiert haben, um den Scheiß auszurechnen, dass er das Ding komplett gegen eine Wand haut. Ich sage, er überlebt keine 3 Jahre. Das ist eine lange Frist, aber ich kenne andere, die ihn wiederum kennen, die sagen, innerhalb von 1 bis 1,5 Jahren ist die Nummer erledigt. Und das Tolle ist, das Fernsehen wird es begleiten. Viel Spaß. Teure Designerklamotten, an traumhafte Orte jetten und eine schöne Frau an der Seite haben. All das präsentiert Chris Töpperwien stolz auf Instagram und sieht so nach einem richtigen Gewinner aus. Doch das ist alles Schein, sagt Pia Lombardi, die einst in Chris Töpperwiens Geschäft investiert hat. Er sagt, ich bin Millionär, ist er nicht. War er noch nie, wird er auch nie sein. Hä? Wie jetzt? Kein Millionär? Er gibt sich doch gerne als Millionär aus. Abgesehen davon ist es ja auch nicht schlimm, wenn man kein Millionär ist. Das Verwerfliche an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, wenn man so tut, als ob man jemand ist, der man gar nicht ist. Ihr versteht, was ich meine. Grundlegende Frage, warum tut man sowas? Denkt er, dass er dadurch was Besseres ist? Jetzt stellt euch mal vor, es würde irgendwelche Leute geben, die eventuell ein bisschen mehr nachrecherchieren und würden feststellen, dass er gar kein Millionär ist und auch nie einer war. Das wäre doch mal peinlich, oder? Aber ich vermute, dem Typen ist überhaupt gar nichts peinlich. Auch dazu kommen wir später noch in dem Video. Schaut euch mal an, wie er sich selber gerne sieht. Guckt auch die Geldscheine genauer an. Die Hunderter haben alle einen schwarzen Streifen unter dem Gesicht. Das ist kein echtes Geld. Wie peinlich ist das denn, bitteschön? Sein. Er lebt in Saus und Braus, er lebt über seine Verhältnisse weg. Aber irgendwann mal ist auch dieser Topf mal leer. Und diesen Topf lässt sich Chris Töpperwien scheinbar immer wieder neu füllen. So, aber an diese Bananen-Leute musst du halt rankommen. Mit denen machst du halt das Geld, das ist so.
Von ahnungslosen Investoren wie Pia Lombardi, die in Chris einen erfolgreichen Geschäftsmann gesehen haben will. Wir sind ja 11 Investoren und haben insgesamt $100.000 investiert in Wurst City am Venice Beach in Los Angeles. Wie das Ganze mit Wurst City dann geendet ist, das sehen wir gleich. Auch zu Frauen soll Chris Töpperwien alles andere als ein Saubermann sein. Seine Ex Delia Grösch erinnert sich an schlimme Momente in der Beziehung mit dem Goodbye Deutschland-Star. Für mich war die Beziehung, ich muss es echt beim Namen nennen, traumatisierend. Traumatisierend. Hier ist mal eine Frau von bisher zwei, die sich öffentlich zu Chris Töpperwiens Beziehungsverhältnis geäußert haben. Den Mut muss man erst mal haben. Wir können ja mal einen Text vorlesen, der in der deutschen Presse veröffentlicht wurde. Er sagte zu mir, ich hol ein Messer und dann bist du tot. Chris hat mich gebissen und mir gedroht, mein Leben zu zerstören, wenn ich Details aus der Beziehung ausplaudere, erzählt die Marketing-Expertin. Sie bringt heftige Anschuldigungen vor. Er sagte zu mir, ich hole ein Messer und dann bist du tot. Ab da wusste ich, dass diese Beziehung beendet werden muss. Warum geht sie mit diesen Vorwürfen an die Öffentlichkeit? Ich möchte allen Frauen sagen, lasst euch nichts gefallen. Steht auf und erhebt eure Stimme gegen Narzissmus und emotionale Gewalt. Ihr seid stark. Da ist der Willi rausgewählt worden. Dann kam der Willi wieder rein, weil der Töpperwien eine Frau zusammengeschlagen hat in der Fernsehshow. Die Julia ist rausgewählt. Das Video gesehen vom Markus, Prinz Markus. Kann es jemand bestätigen? Aus verlässlichen Quellen. Ist es wahr, dass der Töpperwien ein Frauenschläger ist? Ist es wahr, dass der eine Frau geschlagen hat? Bitte bestätige das mal, wenn der verlässliche Quellen hat. Weil dieser Loser, also in L.A., weil dann fahre ich bei dem mal vorbei. Ich glaube, ich habe mit dem eh noch eine Rechnung offen. Wenn das die Sprache ist, die er spricht und sich nur auf Schwache traut, dann darf er sich mal mit mir nochmal unterhalten. Bitte, wer es bestätigen kann, meldet euch bei mir, weil... Da muss man dem mal Manieren beibringen, die diese Wurst nicht hat. In der 15-monatigen Beziehung soll Chris sie angeblich sogar zu dubiosen Handlungen angestiftet haben. Du schreibst eine Rechnung mit der US-Firma auf das US-Konto. Keiner bekommt da was mit. Die US-Behörden melden nichts ans deutsche Finanzamt. Da habe ich gesagt, das ist Steuerhinterziehung. Ein Auszug aus Wikipedia. Seit 2020 veröffentlicht die deutsche Presse, allen voran die Bild-Zeitung und RTL, immer mehr Details über das Leben von Chris Töpperwien. In den Berichten erhobene Vorwürfe gehen von Investorenbetrug bis hin zur Anstiftung von Steuerhinterziehung. Aber was stimmt denn jetzt von dem, was der Currywurstmann auf Instagram zeigt? Also ich bin der tolle Geschäftsmann, ich mache super Projekte und ich bin erfolgreich und ich habe ganz viele Freunde und ich habe tolle Kontakte und das wird alles ganz stark aufgebauscht, aber in Wirklichkeit ist da nichts dahinter. Das sind vielleicht das 80% Luftschloss und 20% stimmen da mal. Chris Töpperwien weiß, wie er seinen Fans und Follower was vormacht. Ich soll dir schöne Grüße von deinen Investoren bestellen. Ach, meine Investoren. Bullshit. Du bist gekündigt, ab sofort. Du hast hier nichts mehr zu suchen auf dem Grundstück. Nee, wirklich, ohne Scheiß. Du hast, liest dir das durch, das ist von Wolfgang, von Apia, von allen. Liest dir das durch, du bist ab sofort gekündigt. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Pack deine Sachen, verpiss dich, das Ding ist meins. Du hast sie alle betrogen. Was hab ich? Und abgezogen. Du weißt ganz genau, was du gemacht hast. Das ist deine Kündigung. Wenn du ab sofort an irgendwelche, lest dir erstmal in Ruhe durch, wenn du irgendwelche Sachen ab jetzt mitnimmst oder zur Bank gehst oder sowas, das ist Diebstahl. Guys, I inform you right now that he's fired. You will get paid from Are me. Are you fucking totally crazy or what? He has no right to tell you anything right now. You'll get your paycheck from me. If he takes anything out of here, money or anything, it's theft. We'll sue him for that, okay? Du bist raus, Digga. Pack deine Sachen und verpiss dich. Und wie gesagt, schöne Grüße von Pia, von Wolfgang. Wer ist Pia? Frau Lombardi. Kannst du ja durchlesen, da stehen deine ganzen Investoren alle drin, die du geprellt hast. Ja, Casey. Aber das Problem ist, derjenige, der die meisten Anteile hat, wer ist das? Weißt du das? Ja, Patrick Priester. Mit dem bin ich die ganze Zeit in Kontakt. Die 150.000, die er nicht investieren wollte, sind auch weg. Das Ding ist seit einem Monat abgesprochen.
Wir verfolgen dich auf jedem Fuß. Also ich würde jetzt mal sagen, da guckt jemand ganz schön dumm aus der Wäsche. Es laufen gegen dich über 12 Anzeigen in Deutschland. Was laufen gegen mich? 12 über 12 Anzeigen wegen Betrug, ja. Lass die Kohle bitte hier und gib mir die Bankkarte. Du kriegst gar nichts von mir. Dann ist das Diebstahl. Dann ist das Diebstahl. Digga, lass das Geld hier. Lass also, das Geld da ist hier. Gar kein Geld drin. Ja, lass das Geld hier. Wenn du das Geld mitnimmst, das ist alles auf Kamera. Ich finde dich die ganze Zeit. Wenn du das Geld mitnimmst oder mir nicht die Karte gibst, ist das Diebstahl. Dafür werde ich dich verklagen, hier in Amerika auch. Ruf gerne den Patrick an, ruf ja, gerne die ganzen Leute an. Ja. Lass bitte das Geld du hier. Du kannst ja mitkommen, da ist kein Geld drin, du Vogel. Geh mal weg. Geh weg. Ja. Das ist von mir hier gleich richtig Rambazamba. Ja? Und das ist von mir gleich richtig Rambazamba. Ja, das ist gut. Warte du mal ab. Aus richtig Rambazamba wurde denn der Rückzug nach Europa, da das Investorenvisum E2 nicht verlängert wurde. Warum wurde es nicht verlängert? Ganz einfach, er hat keinen eigenen Laden, keine Angestellten und somit qualifizierte er sich nicht mehr für einen Investorenvisum. Bye bye Chris, alles Gute in Deutschland. Wir werden dich sehr vermissen. Chris hat damals behauptet, er zieht zurück nach Europa, da er dann näher an seinen Fans dran ist. Ja klar, man muss sich das natürlich immer schönreden. Alles Blabla. Es wird immer alles so hingebogen, wie er es gerne hätte. Schönen guten Tag, hier ist wie ihr gehört habt, der Chris wurde an die Luft gesetzt. Ich wollte die Situation jetzt nur mal kurz klarstellen. Seit circa 2 Wochen rufen mich Investoren von ihm an und Leute, die denken, dass sie Investoren sind, denen er gefälschte Anteile verkauft hat, wo unter anderem gute Freunde von mir bei sind, rufen an und fragen, was hier los ist, warum der Chris sich bei keinem meldet, warum keinerlei Geldangänge nachgewiesen werden und all solche Sachen. Ich habe dann die Leute so ein bisschen verbunden, weil die wie gesagt alle bei mir im Laden anrufen und ich teilweise die Leute auch kannte, weil die auf Chris' Eröffnung hier waren. Hab die dann miteinander vernetzt und dann kam halt eine Scheiße nach der anderen raus. Der Junge hat die nach Strich und Faden angelogen und geprellt und das ging halt so weit, dass sie jetzt letztendlich den Laden verloren hätten. Der ist letzte Woche evicted worden. Da hat der Chris dann nochmal ein schönes Angebot an den Vermieter gemacht. Haben wir auch alles schriftlich, also alles, was ich sage, hat Hand und Fuß. Dass er ihnen den Laden gerne schenken würde und dann 8% davon behalten würde. All solche Sachen. Es ist wirklich saumäßig. Ich reiß mir den Laden nicht unter die Fingernägel. Ich habe wirklich kein Interesse daran. Unser Metier ist. Wir sind sehr erfolgreich mit dem, was wir machen. Wir machen gerade unseren dritten Laden auf und suchen Investoren für noch weitere Läden. Alle Läden laufen erfolgreich. Unsere Angestellten werden vernünftig bezahlt. Unsere Angestellten sind mit uns seit dem ersten Tag. Diese ganzen Sachen, die er sagt, die sind vollkommen falsch. Ich verstehe, dass er sauer ist. Es ist ja natürlich eine unglaublich frustrierende Situation, sowas von einem Konkurrenten zu erfahren. Kann ich voll nachvollziehen. Chris, tut mir auch wirklich leid. Wie gesagt, ich mache das nicht, um dich irgendwie fertig zu machen. Ich mache das, um den Leuten zu helfen, ihr Geld noch irgendwie wieder zu finden, wieder zu bekommen. Und selbst die Leute, die du geprellt hast, denen du gefälschte Anteile bekommen hast, dass die vielleicht auch noch einen Teil von dem Geld wiedersehen. Wie gesagt, ich wollte das nochmal einmal ganz kurz klarstellen. Ich hatte dabei mit sicherlich keine bösen Absätze. Es gibt 11 Leute im Hintergrund, die euch jederzeit bestätigen werden, dass alles, was ich gerade sage, mit denen abgesprochen war und rein deren Interesse war. Alles klar, Leute. Schönen Gruß aus Venice. Ach, übrigens. Nun folgt ein Podcast-Ausschnitt und zwar von Januar 2019, wo Chris im Dschungelcamp gewesen ist. Den gesamten Podcast verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Bild direkt. Der Podcast. Sie lassen uns nicht los, die im Dschungel befindlichen Windeier. Letzte Woche haben wir uns ausführlich mit Bastian Jotta beschäftigt, alias Herrn Josef Bastian Gilmeier. In unserer Showredaktion sind seitdem viele Reaktionen eingegangen, und zwar zum einen darüber, zum anderen aber auch über Chris Töpperwien, den Currywurstmann. Und wir mussten feststellen, auch bei dem liegt so einiges im Argen. Ich begrüße zu diesem Podcast Ingo Wohlfall, unseren rasenden Reporter, Malle-Experte und Dschungel-Ikone. Hallo Stefan. Und Hauke Herbst aus unserer Showredaktion. Hallo Hauke. Hallo. Der Currywurstmann begründet ja seinen Ruf darauf, dass er, man muss da in der Vergangenheit bleiben, einen großen Imbiss hatte in Venice Beach und eine Art Currywurst-Truck-Imperium, unter anderem, das sich bis nach Florida zieht. Hauke, was ist wahr an diesem Bild? Also Imperium, da sieht man ja ein großes Reich vor sich und am Kopf, oben über diesem Reich einen Herrscher, der da große Truppen und viele Standorte unter sich hat.
Und also ein völlig falsches Bild, wenn man sich die Realität anguckt. Fakt ist, und das haben wir auch vom Management von Christopher Wien jetzt nochmal bestätigt bekommen, es gibt zwei Lizenznehmer für den Foodtruck, beide in Florida. Und das ist es auch schon. Also ein Imperium von zwei Trucks. Und ja, ich glaube, das sagt schon alles. Und man muss ja sagen, dass Töpper Wien sich selber ja auch immer von einem Currywurst-Imperium gesprochen hat. Also es ist jetzt kein Ausdruck, den die Presse ihm angeheftet hat, sondern das ist seine eigene Wortwahl zu seinem Business. Ja, und das ist ja dann aber nun wirklich die Realität. Zwei Trucks, das ist das Imperium. Kein Imperium, sondern nur zwei Trucks. Klingt für mich an sich jetzt nochmal nicht so schlimm. Ingo, was ist das Problem? Naja, das Problem ist, dass er mal eine Truckflotte gehabt haben soll von insgesamt 7 Trucks. Ich habe den tatsächlich auch mal in Los Angeles gesehen. Das Problem ist nur, dass er keinen einzigen davon mehr hat. Und der Herr Jotta hat vollkommen recht gehabt. Bei Jotta muss man wirklich alles in Zweifel ziehen, alles hinterfragen, was er sagt. Aber gestern hat er die Wahrheit gesprochen, als er sagte, der hat gar nichts, der hat nichts, von wegen Imperium. Ja, und ich kann auch verstehen, also der hat immer über seine Angestellten gemotzt. Mittlerweile versteht der Jotta eher die Angestellten. Auch das haben wir ja alles hinterfragt. Also er hat eigentlich nichts. Er hat nicht mal. Ui, schon wieder die Aussage, wo man hört, dass Chris Töpper Wien nichts hat. Komisch, dass Leute, die sich ein bisschen intensiver mit ihm beschäftigen, immer wieder auf dasselbe Ergebnis kommen. Woran das wohl liegen mag. Also, so langsam kommen mir ja selber die Zweifel auf. Aber nun zu den Trucks selber. Laut seiner eigenen Aussage waren es sogar mal 14 Stück gewesen. Zur Dschungelzeit waren es denn nur noch 2 Lizenznehmer gewesen und letztendlich sind es denn 0 gewesen. Hören wir mal kurz rein, was die anderen und auch Chris im Dschungel so geredet haben. Bitte genau hinhören, denn die Qualität des Zwecks zahlreicher Nebengeräusche nicht unbedingt die beste, aber ihr könnt ja das Video hin und her spulen. Wie viele Angestellte hast du gerade? Keine. Ja, ich arbeite nur mit Freiberuflern. Die haben aber den Wagen. Das sind sowieso selbstständige Unternehmer. Du hast den verkauft? Die haben mein komplettes Konzept gekauft. Das Recht, meine Lizenz, meinen Namen, meine Trademark benutzen zu dürfen. In L.A. gibt es keine Currywurst von ihm zu kaufen. Also von dem hätte ich gerne mal seinen Stand besucht, wenn es denn einen gäbe. Die Hälfte seiner Kunden, die den Foodtruck hatten, haben ihn verklagt und sind stinksauer auf ihn. Oh Gott. Kein einziger Foodtruck hat funktioniert. 2 Wegen hast du. Momentan 2. Nee, es gibt überhaupt keinen Foodtruck. Einer ist im Aufbau, ein dritter. Es waren mal 14. Ja, Wahnsinn. Mhm. Nein! Die Amerikaner interessieren sich an Scheißdreck für die Currywurst. Mit seiner Currywurst hat es mal gar nicht funktioniert. Sein einziges Standbein ist jetzt TV. Ich mache viel Beratungen halt nur, ne? Beratungs-Consulting-Geschäfte. Das TV-Konzept hat euer Spartensender RTL 2 angebissen und hat gesagt, das ist jetzt der Auswanderer-Coach. Wo sich Leute über das Auswandern informieren. Die können das dann auf meiner Seite dann alles buchen. Terminkalender. Die fragen dich, die sagen, wir haben schon Startkapital. Und dann stellen die mir 1000 Fragen, genau sowas. Und wenn es dann in die aktive Beratung geht, wenn die wirklich ins Ausland ziehen oder fliegen mal, dann gibt es einen geregelten Vertrag, den ich mit denen mache, der einen festen Betrag, einen Fixbetrag beinhaltet, für das ich dann alles mache. Und damit verdiene ich relativ viel Geld. Currywurst-Millionär? Er wohnt irgendwo in der Pampa, ich glaube fast 45 Minuten entfernt von Malibu. Fährt ein klein Mercedes, was ich jetzt nicht verurteile, also das ist seine Sache. Aber das, was mich nur stört, er fährt mit einem Behindertenausweis rum und das prangere ich an. Aber wenn sie scheitern, kannst du nichts dafür? Nee, natürlich nicht. Also ein Unternehmen steht und fällt nur mit dem Unternehmer selbst so rum. Das stößt mir so ein bisschen sauer auf, wenn jetzt hier der große Auswanderer-Coach ist. Das ist kein Business von ihm. Der ist falsch wie sonst noch was. Auswanderer ist schon so eine Nummer. Das ist eine richtig schwere Nummer. Also ganz ehrlich, wenn bei so vielen Currywurst-Trucks kein einziger überlebt hat, könnte man ja eventuell auch davon ausgehen, dass das Konzept vielleicht nicht ganz so gut funktioniert hat.
Die Lizenz im Übrigen, die Töpperwien im Fernsehen groß als Franchise angepriesen hat, hat $65.500 pro Truck gekostet. Das heißt, er hatte Einnahmen im 100.000er-Bereich. Aber trotzdem wäre er in diesem Fall immer noch kein Millionär. Das Verwerfliche an dieser ganzen Foodtruck-Geschichte ist aber folgendes. Für diesen Preis, $65.500, haben die Personen noch nicht mal einen Foodtruck bekommen, sondern lediglich das Rezept, wie sie eine Currywurst zubereiten können, plus diese ganzen Zutaten etc. Obendrauf gab es dann noch die gesamte Werbung für den Truck. Also der Truck wurde beklebt mit Currywurst Nummer 1 und so weiter. Den Truck, den Auswanderungsanwalt, die Visagebühren für die ganzen potenziellen Auswanderer, die denn allesamt mit diesem Konzept letztendlich gescheitert sind, mussten die Investoren on top extra bezahlen. Allein der gescheiterte Currywurst-Truck hier in Las Vegas hat den damaligen Inhaber über $100.000 gekostet. Werfen wir doch mal einen Blick in die Akte Töpperwien. Das, was uns sein alter Geschäftspartner Pascal Bühlhardt in Las Vegas erzählt, klingt so gar nicht nach dem erfolgreichen Businessmann, der Chris gerne sein will. Die Trucks in Florida funktionieren nicht, Vegas hat nicht funktioniert, Venice mit Wurst City hat nicht funktioniert. Seine Soße, die er bei Rehmagen versucht hatte zu verkaufen, hat nicht funktioniert. Sein Schmucklabel, das sowieso kein Mensch kennt, außer seine Schäfchen. Ich meine, alles, was er anfasst, geht Bach ab. Und das ist es. Er hat gar nichts mehr. Pascal hat in Chris' Foodtruck-Geschäftsidee investiert und wurde, so sagt der 38-jährige Schweizer Auswanderer von Töpperwien, über den Tisch gezogen. $150.000 hat Pascal die Partnerschaft gekostet. Davon sind allein 65.000 in Töpperwiens Tasche geflossen. Solange die Medien immer von Würstchen-Imperium und Würstchen-Millionär schreiben, glauben es die Leute. Das ist das Problem. Und deshalb glauben auch immer noch Leute, mit ihm Geschäfte machen zu müssen. Ihre Geschäftsgebaren waren aber auch wirklich nicht rühmlich. Vielmehr sogar kriminell. Diese Eigenschaft fällt laut dem Psychologen Matthias Herzog beiden jetzt auf die Füße. Bei dieser Art Menschentypen ist es so, die gehen für ihren Erfolg auch ab und zu über Leichen. Also das ist in dem Sinne schon, dass diese Menschen sich gerne an den Grenzen des Erlaubten bewegen. Chris Töpperwien, weißt du überhaupt, was du anderen Menschen bzw. sogar ganzen Familien, die ausgewandert sind, damit angetan hast? Du hast dich hier in Las Vegas noch nicht mal in den Foodtruck reingestellt, um dem Lizenznehmer zu zeigen, wie der Alltag dort funktioniert. Was hast du gemacht? Es gab eine kurze Einschulung im Hotel am Herd. Dass du dich nicht schämst, das ist der Wahnsinn. On top sollten die Lizenznehmer dann noch jeden Monat 8% an dich abgeben. Einige waren sogar so naiv und haben das eine ganze Zeit lang mitgemacht, bis dann auch der Truck letztendlich Geschichte war. Kein Wunder, dass sich sogar ehemalige Foodtruck-Besitzer mit einem Küchenmesser bedroht haben und du völliger Panik weggerannt bist. Aber wie sagst du selber so schön, es liegt am Unternehmer selber. So, damit endet der erste Teil. Ich hoffe, es war interessant für euch. Schreibt die Kommentare unten rein, liked das Video, verbreitet es und ich würde mich freuen, wenn ihr zum zweiten Teil ebenso fleißig einschalten würdet. Dankeschön fürs Zuschauen.